Guten Morgen, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Im heutigen Video wird es ein geiles Unboxing geben. Ich habe mir in meinem letzten Video davon gesprochen, was ich mir alles für Sachen für 2000 Euro holen würde und dass ich so meinen Kleiderschrank ein bisschen upsteppen würde. Und ich habe natürlich auch dort von meinen GmbH-Boots gesprochen. Und Leute, ratet mal, was ich hier neben mir habe. GmbH-Boots, Leute. Unglaublich nice. Tadadadan, tadadadan. Leute, guckt es euch an. Hier sind sie. Meine GmbH Riding Boots. Ich halte sie mal hier ein bisschen in die Kamera, damit ihr es besser sehen könnt. Unglaublich nice Schuhe. Ich habe ja von denen schon im letzten Video gesprochen, dass ich die so geil fand. Kleine Geschichte zu denen. Ich würde sagen, ich hole die jetzt mal beide raus. Ihr seht's hier. So, ich erzähle euch jetzt mal die Geschichte, wie ich darauf gekommen bin. Also, ich habe die Riding Boots das erste Mal gesehen bei Instagram bei einem Typ, der heißt Ascha Brünings, den ich richtig geil finde. Oder keine Ahnung, ob man seinen Namen so ausspricht. Auf jeden Fall feiere ich den richtig. Der hat geisteskranke Outfits mit denen gemacht. Dann habe ich die gesehen. Okay, dachte, tamam. Ich habe im Internet geguckt, ich habe die nirgendwo gefunden. Ich dachte so, hä, was ist denn jetzt los? Wieso gibt's die nicht? Und dann auf einmal irgendwie, zack, sind die abgepoppt. In meinem Mind, hab die gefunden, zu einem ganz okayen Preis eigentlich gekriegt. Bin richtig froh über die. Ich finde die so nice, Digga, gönnt euch das einfach. Hier mit diesem Tornado-Zipper über den Dings, so wie die CCP-Tornado-Boots, nur in 1000-mal geiler, weißt du? Den Zipper kann man aber tatsächlich nur bis hier öffnen. Ich zeig's euch einmal. So, man kann ihn nur bis hier öffnen und dann halt reinschlüpfen, aber das reicht vollkommen aus. Hier hinten hat er diese Heel, Bruder, wo nochmal GmbH eingestanzt ist. Was man bei denen auf jeden Fall beachten muss, was mir direkt aufgefallen ist, als ich die im Laden anprobiert habe, ist, die sind halt nicht so krass klobig, ne? Guck mal, wenn ihr die so anguckt, die sind relativ slim vorne und die sind jetzt nicht so ultra klobig. Wenn man die jetzt mal zum Beispiel mit diesen Boots hier vergleicht, so, sind die GmbH-Boots schon ein Ticken schmaler und kleiner zu denen, im Vergleich zu denen. Das heißt, dass man natürlich auch andere Pants mit denen tragen muss. Das war nämlich erstmal so das Problem, was ich bei denen hatte. Ich habe die anprobiert und angeguckt und so und ich wusste irgendwie nicht, sind die nice, sind die nicht nice. So, wenn die so dastehen, fand ich die ultra krass. Ich habe die dann anprobiert und die sind halt so, weil die so slim sind, hatte ich jetzt nicht so viele Hosen mit denen. Deswegen habe ich so lange gezweifelt, ob ich mir die holen soll oder nicht. Bin halt darauf gekommen, dass man halt eher slimmere Hosen dazu tragen muss. Ich werde auch immer euch ein paar Videos einblenden, mit was für Hosen ich die zusammen kombinieren würde. Halt keine Schlaghosen, wie ich die ja hier überall hängen habe, wie zum Beispiel hier diese weiße oder diese blaue Jeans, die ich richtig oft trage, oder meine Branded Cargo. Kann man halt alle nicht dazu anziehen, weil die zu breit sind. Aber genau, slimmere Hosen dazu auf jeden Fall wichtig, dass die auch ein bisschen zur Geltung kommen. Croppte Hosen auch sehr nice. Und das finde ich auch ein Punkt, der ziemlich cool ist an denen, dass ich jetzt quasi halt dazu gezwungen bin, so ein bisschen mich zu verändern, meine Hosen zu verändern und mehr Variation quasi reinzubringen mit denen. Und die sehen so krass aus. Gönnt euch das, Leute. Das ist einfach genau das, was ich meinte in meinem letzten Video, dass man einfach so, ist nice, dass ich so viele Vintage-Sachen habe und so weiter, aber so ein paar solche Boots, Digga, die findest du nicht Vintage, die findest du nirgendwo, die findest du nicht bei Asos, die findest du nicht bei Weekday, die findest du nirgendwo, weil die einfach so besonders sind, Digga, gönnt euch das einfach, so ein Zipper über den ganzen Boot, hinten diese Heel, Digga, das sieht ja so krass aus, das wollte ich euch einfach sagen, ich habe die in der Größe 42 genommen, man kann eigentlich True to Size bei denen gehen, passt mir perfekt, habe ich auch so auf der Straße noch nie gesehen, ehrlich, ein paar Kollegen von mir wollten die sich jetzt auch holen, haben die auch schon gemacht, Bruder, weil die einfach so geil sind, Leute, gönnt euch diese Boots, Mann. Die gehören einfach jetzt mir. Leute, sagt mir gerne eure Meinung, wie ihr diese Schuhe findet, in die Kommentare. Ich finde sie brutal nice. Gebt mir gerne ein Like, ein Kommentar und ein Abo. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Ciao, Kakao und ciao, Schlät.